Hallo und willkommen zurück zur Hausbaureihe. Ja, ich hatte eben mir nochmal die Kommentare angeguckt und mich total gewundert, so, hä, warte mal, hier gibt's nur Folge 1 und 2, aber ich kann ja nicht schon innerhalb von 2 Folgen dieses Haus so schön gebaut haben. Aber tatsächlich, das ging schneller als erwartet. Ich guck mal eben kurz was nach. Aha. Ja, okay. Tatsächlich haben wir das schon so schnell fertig gemacht und ich habe die Kommentarseite gleich einfach mal offen gelassen, um dann nochmal nachlesen zu können. Als Fensterlinienfarbe, beziehungsweise auch als Fensterfarbe, ich probiere mal eben als Fensterfarbe, ich glaube, das sehe aber nicht ganz so gut aus bei den Fenstern hier, wurde dunkelgrün-weiß vorgeschlagen. Wie gesagt, ich glaube, das sieht hier nicht so schön aus, deswegen werde ich wahrscheinlich eher die Fensterläden in diesem schönen dunkelgrün machen. Ich denke mal, das wäre ein bisschen besserer Kompromiss. Muss mal gucken, vielleicht auch hier diese Streben dazwischen weiß. Das könnte natürlich auch gehen. Ich meine, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und wenn ich die jetzt dunkelgrün mache, ich glaube, das ist irgendwie nicht so ganz das Richtige, oder? Beziehungsweise da müsste ich halt mir überlegen. Na, nee, ich finde, das sieht nicht richtig gut aus. Und hier erst recht nicht. Nee, hier erst recht nicht. Also, ich glaube, das ist nicht so ganz das Richtige. Für. Ich kann es ja gleich wieder ganz zurücksetzen, ja. Das ist nicht das Richtige für die Fenster. Ich glaube, ich würde die schon mal so lassen. Es ist halt ein bisschen unauffälliger, aber es ist ja deswegen nicht schlecht. Und stattdessen würde ich dann hier ein schönes Holz nehmen. Das hier besser, würde ich sagen, ja. Mehr Richtung her jetzt. Das schön dunkelgrüne Fenster machen. Das muss man auch so ein bisschen mit dem Dach abstimmen. Apropos Dach, das wollte ich ja vielleicht auch noch mal schauen. Da waren vielleicht alle nicht ganz so zufrieden mit dem Dach. Ich könnte auch ein Strohdach machen. Ich finde, die sehen aber einfach optisch nicht so schön aus. Und dann sieht das Ganze auch viel mehr wie eine Scheune aus, viel mehr bauernhausmäßiger. Und das soll ja schon so ein richtiges, also schon so ein leicht modernisiertes Haus sein. Und ich würde, wenn ich so ein Strohdach bekäme, ich meine, vielleicht hatte es das früher ja, ich würde als erstes daraus ein ordentliches Dach machen. Die Reiseabenteuer möchte ich nicht nutzen, deswegen können wir die hier nicht verwenden. Das sieht irgendwie komisch aus von der Optik her. Das ist halt sehr orange. Dann hätten wir halt noch das. Das, was ich habe und das. Also ich finde, ehrlich gesagt, von all denen, ich finde das Orangen überhaupt nicht gut. Man könnte halt das Rote nehmen, aber das Rote ist halt hier auch so hässlich. Also ich finde eigentlich das hier noch mit am besten. Das. Hatte ich das überhaupt vorher? Das ist jetzt die Frage, hatte ich das oder hatte ich das? Nee, ich werd schon das gehabt haben. Jetzt bin ich mir selbst nicht mehr sicher. Ach, ich bin so schlecht. Hatte ich das? Oh Gott, wartet mal eben. Lass mir das angucken. Es ist schön, wenn man das selbst nicht mehr weiß und so. Und ja, und naja, okay. Nee, das war es auf jeden Fall. Nee, oder? Doch, warte. Ich bin mir jetzt so unsicher. Nee, doch, das war's. Das muss es gewesen sein. Ja, doch, okay. Boah, habt ihr mich jetzt gerade verunsichert? Ihr seid echt schlimm. So, ja, wir haben jedenfalls das normale Dach wieder. Dann würde ich mich mal daran machen. Ach ja, ich wollte mal austesten, wie dieses Grün hier an der Tür aussieht. Denn ich finde auch bei der Tür vielleicht einen schönen Farbakzent gar nicht mal so schlecht. Ja, doch, das werden wir machen. Ja. Aber was wir machen werden, ist die von außen in diesem schönen Grün zu machen. Das werde ich auch einfach so lassen. Und von innen dann aber in Weiß. Also quasi wie angestrichen. Quasi die Tür war vorher vielleicht Holz, vielleicht sogar dieses Holz, was wir gerade vorher hatten und dann wurde die halt von innen weiß angestrichen und von außen so ein schönes, etwas dunkleres Grün. Ja, würde ich sagen, das ist voll in Ordnung, meiner Meinung nach. Das sieht eigentlich echt cool aus. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mit den Fenstern weiter, beziehungsweise mit der Raumaufteilung. Muss ja beides so ein bisschen machen. Und hier weiß ich auch noch nicht so ganz mit den Balkonen, wie ich das machen werde, das schauen wir mal. Also wie gesagt, ich würde jetzt erstmal vielleicht gucken, ob ich irgendwie die Räume hinbekomme. Ach ja, das wird schön. Das ist immer wieder lustig. Das dauert auch immer wieder Ewigkeiten, sowas zu machen. Das macht immer so viel Spaß.
Ich überlege gerade. Ich hätte gern hier vielleicht ein Badezimmer oder einen Waschraum oder so. Weil der Raum, also weil das halt sonst so viel Raum hier ist. Dann vielleicht hier die Treppe. Also hier so hoch. Ja, was für Räume wollen wir überhaupt haben? Hier wäre vielleicht ein Wohnzimmer ganz gut. Oder vielleicht hier das Wohnzimmer. Es könnte eine nicht ganz so spannende Folge werden. Nur so zur Info. Deswegen, wir sind in den ersten Folgen schon, ersten beiden Folgen schon relativ weit gekommen, aber jetzt wird's lustig. Oben, ich will ja oben auch nicht nur Schlafzimmer machen, weil dann hätten wir irgendwie Platz für 10 Schlafzimmer. Also schon alles ein bisschen aufgeteilt sein. Ich möchte auf jeden Fall eine richtig schöne große ländliche Küche. Die würde ich vielleicht sogar gern hierhin machen. Also dass wir hier einfach die Küche machen. Wie viel ist denn das? 7. Drei, Herd und in der Mitte jeweils 3. Ja, das könnte man sogar noch anbieten. Das könnte man noch machen. Ich dann hier vielleicht so. Dann könnte man mit Küchenzeile oder mit Kücheninsel. Vielleicht eher weniger. Aber ich möchte so richtig schönes, ländliches, leicht zusammengedingenstes Design haben, aber trotzdem nicht 10.000 Räume, wisst ihr? Es ist ein bisschen schwer. Das Haus ist ein bisschen sehr groß. Ich würde das aber ehrlich gesagt fast vom Design her, also von der Außengestaltung her so lassen. Auch wenn es hier an den Seiten ein bisschen boxig ist. Vielleicht könnte ich hier noch einen kleinen Balkon hinmachen. Das wäre noch eine Idee. Aber ansonsten wäre das soweit eigentlich in Ordnung, glaube ich. Hier oben muss auf jeden Fall auch noch ein Fenster rein, würde ich sagen. Also bei mir ist es manchmal ein bisschen verwirrend. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt genau das und dann mache ich genau das beim Hausbau, sondern ich mache immer alles quer durcheinander. Und dann kommt schon irgendwann was Gutes bei raus. Ist halt nicht so optimal für ein Let's Play oder für eine Hausbaureihe. Das mag sein, aber ihr wollt euch das ja angucken. Das ist eure Entscheidung. Ihr könnt auch immer wegschalten, ne? So ist es nicht. Also, wenn euch das nicht gefällt, was ihr seht, dann fühlt euch frei wegzuschalten. Efeu werde ich übrigens nicht als Deko verwenden. Wenn ihr Efeu habt, macht sich das natürlich richtig, richtig gut bei diesem Haus. An jeglicher Stelle, vielleicht nicht ganz übertreiben, aber ich wollte ja Store-Objekte nur sparsam einsetzen und ich möchte jetzt nicht anfangen, alles Mögliche zu verwenden. Deswegen lasse ich es dabei. Ach Gott. Ihr seht schon, ich drücke mich so ein bisschen vor der Einrichtung. Ich wollte halt eigentlich hier so große Glasfronten hinmachen. Vielleicht, ich meine, das ist ja der Anbau. Vielleicht mache ich das auch ein bisschen kreativer. Dass hier vielleicht irgendein Kreativ-Gärtner irgendwas Raum hinkommt. Ja, wie gesagt, die großen Glasfenster, ne? Die sollten ja eigentlich hierher. Mal gucken, was wir dafür verwenden können. Ich könnte natürlich solche hier verwenden, aber das wäre ein bisschen lahm. Ich dachte eigentlich eher. Oh, die sind natürlich schön. Nee, die verwende ich natürlich nicht. Also Fenster und sowas werde ich auf keinen Fall aus dem Store oder so verwenden. Denn dann ist ja das Bild des Hauses total verändert, wenn man die dann nicht hat. Das wäre ja echt bescheuert. Ich dachte vielleicht die hier. Weil ich wollte jetzt nichts zu Einfaches, Langweiliges nehmen. Oder vielleicht so und dann die anderen Fenster dazu. Hier die langen. Irgendwie so vielleicht. Nee. Ich will aber halt auch nicht. Also ich hätte halt am liebsten, dass man die Fenster ein bisschen besser platzieren könnte, dass sie nicht hier direkt an der Ecke abschließen. Dann würde mich das glücklicher machen. Wie gesagt, ich kann halt natürlich auch einfach. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich kann natürlich einfach die hier nehmen. Da fehlt mir natürlich was in der Mitte. Das ist dann schon mal Ding Nummer 1.
Gucken wir mal, wie Move Objects aussieht mit den Fenstern. Stimmt, nicht so geil. Nee, mal davon abgesehen, dass das hier auch nicht funktioniert. Nee. Machen wir den gleich mal wieder aus, bevor das nervig wird. Die hier vielleicht. Oh, wollte ich Supernatural verwenden? Ich meine nicht. Dann kann ich die natürlich nicht verwenden. Solche, sowas in der Richtung hätte ich gern. Aber die sind ein bisschen zu einfach. Also beziehungsweise zu unförmig für diese Zwecke. Die wären auch schön. Also es gibt viele, die ich verwenden könnte, die ich aber nicht verwenden möchte, weil es nicht die richtige Erweiterung ist. Deswegen wird das ein bisschen schwer. Die würde ich auch nicht verwenden wollen, selbst wenn ich könnte. Ja. Wie werde ich das denn machen? Es gibt ja diese hier. Das wäre eventuell eine Idee. Ist aber halt auch nicht so geil. Wenn ich irgendwie nur zwei hier hin platzieren kann, dann ist das irgendwie auch so schwach. Denn, ich meine, dazu passen würde ja theoretisch, also ich sag's mal ganz deutlich, theoretisch gehören ja zu diesen Fenstern, wenn ich sie finden würde, komm, machen wir einen Filter rein, dann finde ich sie auf jeden Fall. Theoretisch gehören diese hier dazu. Aber das ist so bescheuert. Die passen null zusammen. Das ist der größte Mist überhaupt. Diese beiden zusammengehören zu machen. Das ist total albern. Jetzt mal ganz ehrlich. Ah, das hat eine unebene Zahl. Das ist voll schlecht hier, ey. Da. Ah, ich krieg die Krise. Ich meine, ja, ich könnte das machen. Und dann hier zwei Türen, rechts und links. Glückwunsch. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn des Ganzen, oder? Also, nee, eigentlich nicht. Vor allem möchte ich oben eigentlich nochmal dasselbe machen. Ja, also hier würden sich echt, also die Supernatural-Fenster würden sich hier eigentlich echt voll anbieten. Ich guck mal eben, wie es aussieht. Die kann man wahrscheinlich auch nicht, obwohl doch, die kann man nämlich hier... Mit Move Objects on dann können man die zu. Ah, gut, die sehen nicht so geil aus zusammengefasst. Aber die könnte man dann hier wieder hinmachen. Nein. Das sehe nämlich gar nicht so mega mies aus. So, in der Richtung, sowas habe ich mir gedacht. Einfach so eine schöne große Fensterwand. Aber das wird nicht ganz so schön möglich sein. Vielleicht probiere ich doch nochmal die hier. Zusammen mit dem Fenster. Ja, werden wir mal sowas probieren. Und dann einmal die beiden hier vielleicht kombiniert. Na komm. So. Komm schon. Sieht das gut aus? Soll quasi wie eine Glasfront fast wirken. Ich denke mal, das geht schon. Wenn ich die alle jetzt noch in einer Farbe einfärbe, in diesem schönen Schwarz, würde ich sagen. Ja, das sieht gar nicht mal so ungeil aus. Ist auch eine schöne Bezeichnung. Gar nicht mal so ungeil. Ja, doch. Ich denke mal, damit kann man leben. Alles aus dem Hauptspiel ist also nur ein Problem. Ist bisher, glaube ich, alle Einrichtungssachen aus dem Hauptspiel oder beziehungsweise alle Bausachen aus dem Hauptspiel oder einfach tierisch. Und die beiden Sachen sind auf jeden Fall wichtig. Naja, gut, bis auf das Ding hier. Ja, nee, gut, damit bin ich auf jeden Fall auch zufrieden. Dann ist ja aber schon mal geklärt, dass hier keine Küche hinkommt. Das wollte ich aber eigentlich auch gar nicht. Ich wollte hier ja sowieso viel lieber ein irgendwas Wohnzimmer. Also entweder ein Wohnzimmer oder irgendwas Kreativmäßiges. Weil es ist ja auch ein kleiner Anbau. Das heißt, hier kann gerne noch irgendwas hin, was
was früher noch nicht da war, sodass früher vielleicht irgendwo anders die Küche war. Irgendwo anders im Haus. Mal gucken. Ich habe echt null Ahnung, wie ich das bauen soll, ne? Also, ich brauche da teilweise Ewigkeiten dafür. Ich werde euch auch was rausschneiden, falls es zu unübersichtlich ist. Und wenn ihr da irgendwie nicht so nicht ganz kapiert, meine Gedankengänge oder sowas, dann müsst ihr es mir verzeihen, aber das braucht teilweise echt ewig, rauszufinden, wie ich das hier aufteilen möchte. Und ich möchte euch das echt ersparen, wie ich hier 10.000 Versuche oder wie ich hier an 10.000 Versuchen scheitere. Was könnt ihr denn hier vorne hin? Ich brauche auf jeden Fall hier einen Kamin, also mindestens einen. Ich würde vielleicht sogar sagen mehrere. Sowas gehört hier in dieses Haus einfach rein. Hier vorne. Was hat man denn vorne in einem Haus? Vorne im Haus hat man vielleicht irgend sowas Wohnraummäßiges. Also irgendeine Art kleinen Wohnraum. Hier hat man dann echt ein Badezimmer oder so, würde ich sagen. Ist das Fenster vielleicht nicht so das Passendste? Vielleicht können wir das auch nochmal austauschen. Ich glaube, dann werde ich das auch gleich nochmal austauschen. Gegen so eins hier. Weil das ist sonst nicht ganz so angemessen für ein Badezimmer. So ein fettes Fenster. Ist das denn richtig rum? Manchmal sieht man, ob das richtig oder falsch rum ist. Ich glaube, das gehört so rum rein. Ja, dann werde ich das irgendwie so in der Richtung machen. Kleines Badezimmer. Vielleicht auch andersrum. Also diese Ausbeutung andersrum. Mal gucken. Dann brauchen wir natürlich einen kleinen Flur hier und eben die Treppe, die was weiß ich wo sein wird. Die Treppe ist immer sowieso das Hauptproblem. Wenn man einmal die Treppe hat, dann kann man den Rest rumbauen. Aber erstmal die Treppe finden. Das ist immer lustig. Ich meine, ich nutze halt super gern super ungern Wendeltreppen, weil die einfach nicht realistisch sind. Also, in wie vielen Häusern seht ihr denn Wendeltreppen? Ich finde es ziemlich wenig. Also, ich sehe die eigentlich so gut wie gar nicht, so wirklich, um ehrlich zu sein. Deswegen nutze ich die halt nicht wirklich. Ich meine, die Treppe muss auch gar nicht hier am Anfang sein. Die kann auch später kommen. Die muss halt nur irgendwie sinnvoll sein. Ja, wie gesagt, hier würde ich irgendwie so eine Art Eingangsraum, vielleicht auch mit Kamin. Wäre auch schön, wenn wir die Kaminschächte vielleicht durchziehen könnten, durch das Haus. Ja, wie gesagt, ein Eingangsraum. Sorry dafür. Da sind gerade ein paar Assis vor meinem Fenster lang gelaufen mit ihrer Assi-Musik. Und das wollte ich mir jetzt eigentlich nicht anhören. Beziehungsweise wollte ich auch nicht, dass ihr euch das anhören müsst. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Ich mache meistens erstmal einfach irgendeine Planung und dann gucke ich mal. Also das könnte so eine Art Wohnraum, irgendwas mit Kamin, mit Bücherregal oder mit irgendwas sein. Dann würde ich vielleicht hier den Essbereich. Wartet mal, ich hätte Tee. Hier den Essbereich, Küche, Waschraum oder sowas. Dann hier auf jeden Fall irgendwas Großes. Ich habe eine Idee. Ich weiß nur nicht, was hier vorne hinkommt. Vielleicht. Weil. Dann ist nämlich gar nicht mehr so viel Platz, wenn ich hier mir zu viel Platz mit allem lasse. Also hier möchte ich vielleicht echt ein Esszimmer reinhaben. Und dann hier Küche und Waschraum irgendwie. Und dann hier irgendwie nochmal. Naja, wenn ich hier ein Wohnzimmer hinmache, ist das dann auch schon wieder alles weg. Ich wollte ja hier irgendwas Kreatives vielleicht noch hinmachen. Vielleicht sollte ich auch. Na, die Küche nach oben ist komisch, aber den Wohnraum vielleicht nach oben. Was wäre denn üblich für so ein Haus? Wäre die Küche eher oben oder eher der Wohnraum? Vielleicht sogar eher die Küche. Ich mache halt meistens nur die Gemeinschaftsräume alle oben, alle unten und die Schlafzimmer alle oben. Aber das ist hier einfach unproportioniert. Also so viele Schlafräume möchte ich hier drin gar nicht haben. Ich möchte hier vorne aber auch nicht gleich schon das Esszimmer haben. Aber auch nicht den Waschraum, dafür wäre das zu groß.
Ein Schlafzimmer hier unten? Ah, nee, ich muss ja oben eigentlich schon alles hinmachen. Vielleicht mache ich hier doch schon das Wohnzimmer hin. Vielleicht wäre das doch schon der richtige Ort für ein Wohnzimmer. Mit Kamin und Fernseher, oder? Ja, quasi. Kamin, Fernseher. Das sollte auf jeden Fall alles reinpassen. Ich weiß noch nicht, ob es schön aussieht. Und, oh Gott, die Raumform ist total scheiße. Die Raumform geht mal gar nicht. Das ist so lustig. Das ist super lustig. Das macht voll Spaß und so. Vielleicht kann man sogar den Kamin hier mitten reinpacken. Der denn hier steht, hier die Bücherregale oder so. Und dann hier irgendwas Fernsehmäßiges. So, immer so eine Idee. Werde ich hier gleich mal oben drüber den hinpacken. Der sollte eigentlich genau übereinander sein, ja. Das ist jetzt nur mal so eine erste Idee. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das so machen möchte. Was ich aber natürlich eigentlich will, ist das Esszimmer mit dem Wohnzimmer verbinden. Das geht natürlich nicht so gut. Und vor allem ist der Kamin irgendwie an einer blöden Stelle, oder? Obwohl, nee, es geht. Wenn ich den hier hin mache, dann ist der hier. Richtig? Das geht. Dann kann man hier vielleicht nochmal. Natürlich nicht ganz so groß. Obwohl halt andersrum schöner wäre. Ja, ich weiß noch nicht genau. Ist nicht ganz nach meinem Geschmack. Ja. Ihr seht schon, das wird lustig. Vielleicht fange ich hier mit der. Was möchte ich denn hier überhaupt hinpacken? Ich würde vielleicht hier. Hier könnte man vielleicht so einen kleinen. Ja, doch so eine Art Partyraum machen. Also, wo eine Bar auf jeden Fall ist, wo ein paar Spielmöglichkeiten sind oder sowas. Aber ich weiß nicht, sowas ist immer so ein weggeworfener Raum. Sowas ist so, ja, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da hinpacken soll, mache ich dann Spieleraum hin. Finde ich. Finde ich jedenfalls. Es ist immer sowas so, naja. Auf jeden Fall müsste ich aus der Ecke hier noch irgendwas Schönes machen können, weil sonst wird die Ecke hier so total verloren, wenn ich aus der nichts mache. Ja, wie gesagt, das wird lustig. Auf jeden Fall. Wenn ich irgendwann diese Hürde geschafft habe, ne, dann geht das hier wie im Fluss. Aber bis dahin wird das hier einfach schrecklich. Wenn ich hier aus das Esszimmer mache, also direkt am Eingang im Esszimmer, ist irgendwie komisch, oder? Wisst ihr was, was auch immer das Problem ist? Ich mache immer genau diesen Raum. Immer. Immer wieder. Immer und immer und immer wieder. Immer wieder genau dasselbe hier. Und dann das. Und dann das. Und dann das. Und dann irgendwas. Dann hier Küche. Das wäre jetzt so, dass die Räume alle quasi voneinander zugänglich wären, aber auch nach außen hin oder so. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Fehler. Vielleicht sollte ich wirklich das hier. Das so machen, wie ich das vorhatte. Dann kommt hier der Essraum hin. Das sieht auch bescheuert aus. Vielleicht eher so. Und hier der Essraum hin. Kann man hier auf jeden Fall essen. Bisschen Deko vielleicht noch. Kommt hier ein kleines Badezimmer hin. Und ja, ich mache das bewusst nur so klein. Vielleicht mache ich das doch noch ein bisschen größer. Vielleicht mache ich das auch so. Ich weiß nicht, irgendwie, ich möchte nämlich dann hier vielleicht die Treppe hochgehen lassen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das hier mit dem Raum vereinbare.
Ich kann natürlich auch einfach das so machen, dann kann ich hier die Treppe hochgehen lassen. Mache ich hier ein Detail hin und dann sieht das vielleicht auch nicht, gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist nur, dass wir hier immer noch diese Ecke haben. Mit dieser Ecke muss ich irgendwas Wichtiges machen. Das sieht sonst so richtig bescheuert aus. Ich möchte aber die Treppe nicht in diese Ecke machen. Dann hätten wir nämlich hier die Treppe. Ich kann die natürlich auch andersrum machen, aber ich möchte sie eigentlich so rum haben. So, dass man da quasi... Ich weiß, das ist eigentlich unpraktisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss sie so rum machen. Vielleicht sollte ich sie auch doch lieber so rum machen. 1, 2, 3, 4. Sollte ich sie lieber so rum machen. Ich weiß nicht genau. Ja, das könnte eigentlich auch gehen. Auch noch mit meinem Detail, was ich hier hinmachen wollte. Das könnte auch gehen. Dann wäre das hier vielleicht der Küchenbereich. Also irgendwo hier eine Küche und so. Und dann, ja, ich weiß noch nicht genau, mit einer kleinen Frühstücksecke und so. Das würde ich auf jeden Fall hinkriegen, dass das nicht ganz so riesig aussieht. Ich denke mal schon. Dann wäre hier irgendwo eine kleine Waschküche auf jeden Fall. So. Nee, das Problem ist, Waschküche kann ich nicht machen. Ich mache so einen Vorratsraum oder so. Ich muss ja irgendwie noch so einen extra Raum machen. Sowas gehört einfach dazu. Und dann ist der Rest hier so. Das ist wie gesagt Treppe. Ich möchte eigentlich auch noch einen Zugang zur Küche haben. Deswegen muss das eigentlich bis hier hinter noch gehen. Und dann haben wir hier diese schreckliche Ecke, von der ich geredet habe. Nein. Was mache ich mit dieser Kackecke, ey? Das ist ja schrecklich. Ich weiß auch nicht. Theoretisch würde es zu so einem Haus Keller gehören, ne? Aber praktisch brauchen wir einfach keinen. So, die Treppe wäre hier. Und ich nehme meistens die hier einfach. Die lebende Treppe, warum auch immer. Ich nehme die halt einfach immer. Frag mich nicht. Und ja, die wäre mitten hier im Raum. Das ist immer schon mal ganz gut, finde ich, für eine Treppe. Ich weiß noch nicht, ob ich das so machen werde. Also hier mit dem Raum habe ich noch keine Ahnung, was ich damit machen werde. Vielleicht mache ich hier auch noch... Ich meine, wir haben ja noch keinen richtigen Wohnraum. Vielleicht mache ich hieraus auch einen Wohnraum. Einfach. Und dann könnte ich hier das auch ein bisschen anders gestalten. Also so, dass es quasi ein Durchgangsraum wird oder so. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das hier machen werde. Ich weiß auch nicht, hier mit dem Badezimmer und allem... Vielleicht mache ich das auch andersrum. So rum. Dann wird die Ecke vielleicht nicht mehr ganz so komisch. Oder so. ja, die wirkt überhaupt nicht mehr komisch. Nein. Das ist vollkommene Absicht, dass das hier so bescheuert aussieht. Ich weiß auch nicht, was das hier werden soll. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Also, ja, wie gesagt, hier mit dem Bereich bin ich mir nicht unsicher. Das lasse ich erstmal offen. Das soll nicht offen bleiben. Ich mache es nur erstmal so, weil ich keinen Schimmer habe, was damit geschehen soll. So. Ja, das geht so einigermaßen, würde ich sagen. Das soll natürlich auch nicht so hoch bleiben, aber ich mache das immer erstmal so, damit wir das haben. Und ich möchte hier auf jeden Fall auch ein paar Kamine haben, wie schon erwähnt. Vielleicht können wir hier auch nochmal einen hinpacken. Die komische Ecke geht das nicht, oder? Das sieht hier hinten bescheuert aus, oder? Ja, total. So, dann hier oben mal gucken. Hier hinten würde ich sagen, na, das muss nicht unbedingt ein Badezimmer sein. Das könnte auch ein schönes Kinderzimmer oder sowas werden. Auf jeden Fall. Dann das hier sollte eigentlich auf jeden Fall entweder ein Gemeinschaftsraum oder das Elternschlafzimmer werden. Würde ich eher weniger sagen, das Elternschlafzimmer. Hier irgendwo könnte das sein. Oder könnte man das hinpacken. Würde ich vielleicht hier noch ein normales Schlafzimmer oder ein Kinderschlafzimmer machen. Vielleicht ein bisschen mehr Platz als das andere. Vielleicht mache ich das doch so.
glaube, so ist es ein bisschen gerechter. Dann wären hier quasi zwei Kinder, dann hätten die vielleicht hier einen Spielraum nochmal extra oder so. Oder ja, so ein Aufenthalts-Irgendwas-Raum für Spielkrams und so. Ich weiß dann halt nicht, ob ich rechts oder links das Elternschlafzimmer machen möchte. Ich möchte vielleicht das doch hier machen. Kann ich hier dein Badezimmer hinmachen? Dann können die hier, ein Schlafzimmer. Wie kann man das schlafzimmermäßig? Kann man das so anbieten? Mich stört das halt diese Ecke hier mal wieder. Ah, die Ecken gehen mir auf den Zeiger, ey. Obwohl. Huch. Oh, ich hasse diese Rotation, ne? Das ist keine Absicht, das kommt vom Spiel. Das kommt daher, dass das Spiel immer so rumbackt und dann backt die Steuerung rum und dann spinnt die und dann dreht man das und dann reagiert das über oder unter und ja. Ich könnte hier die Dusche reinpacken. Dann würde das. Oh, hör auf. Dann würde das funktionieren. Wenn ich da die Dusche reinpacken, wäre da das Schlafzimmer. Und dann wäre hier noch irgendwas anderes, wovon ich noch keine Ahnung habe. Also mit dem hier habe ich noch keine Ahnung, weil das soll ja auch der moderne, renovierte Teil sein. Das heißt, dass dieses Haus quasi vollständig sein sollte ohne diesen Teil. Also das ist quasi wie man hat halt nochmal an dieses wunderschöne Bauernhaus angebaut und hat dann noch so ein paar extra Sachen, die diese junge, moderne Familie brauchte, eben ergänzt. Das heißt, normalerweise zum Leben, also da sollten halt keine essentiellen Räume drin sein, wie zum Beispiel eine Küche oder sowas. Deswegen ist das schon so ganz gut aufgeteilt bisher. Ich werde mal eben das noch runtersetzen, wenn wir hier schon mal sind. Ach nein. Nein, nicht so rum. Nicht so. So. Sehr schön. Wie sieht das jetzt aus? Ja, so ungefähr würde ich das vielleicht lassen. Den Schornstein. Dann würde ich dann irgendwas in der Richtung anstreichen. Das muss jetzt nicht unbedingt das sein, muss auch nicht so bleiben. Das ist jetzt nur so als Idee. Ich möchte halt einen ordentlichen Schornstein hinpacken. Wie gesagt, das ist jetzt nur die erste Idee. Ja, das sind die Nachteile, wenn man sein Fenster aufhat. Und das ist, um euch zu informieren, 22.20 Uhr. Und es ist trotzdem immer noch so ein Lärm draußen die ganze Zeit. Das ist super. Das, obwohl ich nicht mal in der Innenstadt wohne. Ja, wir haben halt, wie gesagt, bisher noch keinen richtigen Wohnraum. Also ich würde hier schon irgendwas Gemeinschaftliches hinmachen. Hier oder da oder bei beidem. Ich würde hier vielleicht doch schon eher sowas in Richtung Party-mäßig machen. Also dass man hier auch auf jeden Fall bei Partys hingehen kann. Und hier oben vielleicht. Ich meine, hier könnte man auch ein richtig geiles, modernes Büro draus bauen. Sowas braucht man ja normalerweise in einem Bauernhaus auch nicht unbedingt. Das wäre vielleicht eine Idee. Ein weiteres Badezimmer, zum Beispiel hier oder sowas, wäre auch noch eine Sache. Dann gäbe es hier drei Badezimmer. Hier eins, da eins und für die Eltern. Das wäre natürlich auch ein ganz schöner Luxus. Das kann natürlich auch renoviert sein, ne? Also das heißt ja nicht, kann ja sein, dass es hier vorher vier Schlafzimmer gab mit dem Elternschlafzimmer und man das ein bisschen umgebaut hat. Genauso wie zum Beispiel hier, das kann ja auch noch ein weiteres Schlafzimmer sein können. Man muss ja immer so ein bisschen bedenken, so was Realität ist und was nicht. Beziehungsweise wie realistisch man das machen möchte. Und hier würde ich, ja, wenn ich das einfach so mache, dann haben wir erstens mal die eklige Ecke hier. Und dann ist auch dieser Gang so ein bisschen nutzlos. Also ich würde schon gern irgendwie eine andere Lösung dafür finden. Ich könnte auch einfach so machen. Bam. Und fertig ist. Aber ist auch irgendwie langweilig. Irgendwie auch nicht das Richtige und wir haben trotzdem noch diese Ecke hier. Nee, ich würde es jetzt erstmal für die Gestaltung
also für die Außengestaltung dabei belassen. Hier ist jetzt einmal ein Kinderzimmer und der Aufenthaltsraum-Dingens. Ne? Dann, ich habe gar nicht mehr dieses große Fenster. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier die großen Fenster hinpacken will oder nicht. Oder ob die ein bisschen zu aufdringlich sind dafür. Das weiß ich jetzt gerade leider nicht. Oh, das ist jetzt so kompliziert, die wieder in der Farbe richtig hinzukriegen. Nee, warte mal, ich nehme einfach die hier. Klar, warum nicht gleich? So, die sind ein bisschen... Waren die vorher auch so hell, ne? Das war eher dieses Holz hier. Das war dieses Holz, was ich dann für innen genutzt habe. Ja. Das sieht dann schon besser aus. Nein, ich meine schon das. Sieht auf jeden Fall besser aus. Ich weiß nicht genau, ob ich die jetzt hier nehmen möchte. Oh, okay. Ich weiß, warum ich sie nicht nehmen möchte. Ich habe vorher gar nicht gesehen, dass das ungleichmäßig ist. Möchte ich die überhaupt nehmen? Ich habe das Gefühl, die passen nirgendwo hin. Das ist so, okay. Ja, toll. Ja, das ist auch geklärt. Jetzt brauche ich Dreierfenster. Na toll. Hast du ja gut gemacht. Ich habe echt ein schönes Haus gebaut. Viele Dreierfenster. So, so? Oder sieht das komisch aus? Ich glaube eher weniger. Ich glaube schon eher so. Möchte ich das dann auch oben nochmal machen? Eigentlich schon, oder? Ja, eigentlich schon. Ich meine, es braucht ja auch ein paar Fenster in einem normalen Haus. Kannst ja nicht kannst ja nicht ohne Fenster leben. So, dann hätte ich gern hier noch eins und da unten geht auch noch. Okay, sehr schön. Ich hatte jetzt schon Angst, das geht da nicht mehr. Das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Problem ist nur, hier sind zwei Badezimmer. Das heißt, da muss da drüben auf jeden Fall auch noch ein Fenster hin. Hier in die Ecke nochmal so eins mit den Flügeln. Ich weiß es nicht genau. So mit den Fensterläden. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich das möchte. Also ob das mit Fensterläden und allem gut aussieht. Ich meine, wenn schon, dann mit. Oh, kannst du mal das Ding nehmen? Danke. Also, wie gesagt, wenn schon, dann mit, aber das ist hier, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Auf jeden Fall kommt das hier oben hin. So, sehr schön. Wie gesagt, hier brauche ich noch irgendwas. Das könnte zum Beispiel so eins werden. Das hier. Und was haben wir noch? Na, das ist auch nicht so toll. Aber es gibt halt so wenig schöne Fenster mit rein, ne? Ich glaube, das passt auch einfach thematisch nicht hierher, dieses Fenster. Diese Rundung. Das geht halt einfach nicht. Und das sieht halt auch komisch aus. Nee, das ist auch nicht das Richtige. Ja. Naja, dann, ich meine, das hier können wir nehmen. Das dann halt einfach eingefärbt wie dies hier. Mal halt ohne die Blümchen, ne? Ist dann halt ein Fenster ohne Blümchen. Das sieht aber so unspektakulär aus. Und ja, das muss jetzt nicht spektakulär sein, aber das sieht irgendwie so... Weiß nicht, wahrscheinlich werde ich es nehmen. Ich werde es wahrscheinlich sogar hier für die Seite mitnehmen. Was einfach ein bisschen unauffälliger ist. Kann auch sein, vielleicht... Ja, komm, machen wir. Ich nehme mal für hier oben die mit den Blumenkästen. Dass hier quasi oben ein paar Blümchen mit sind. Ja,
Hier an der Seite, soweit alles in Ordnung. Wir gucken, ob die Fenster alle richtig positioniert sind. Jetzt müssen wir nur noch irgendwas hier für die Seite finden. Ich meine, ich könnte auch einfach solche hier einfügen. Das wird, glaube ich, auch keinen großen Unterschied machen. Also, das ist besser als nichts. Aber auch nicht zu viel, quasi. Das ist schon mal falsch, aber... Ja, das ist schon mal ein bisschen Licht. Aber es ist nicht zu auffällig, würde ich sagen. Also im Haus oder von außen ist das nicht so auffällig. Ich meine, man sieht schon, es sieht auch ein bisschen scheiße aus, aber es sieht nicht so mega scheiße aus, wisst ihr? Damit kann man vielleicht arbeiten. Damit lässt sich vielleicht arbeiten. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, Balkon möchte ich hier auf jeden Fall hinpacken. Das ist wieder so unregelmäßig. Den 2 breit machen eigentlich schon, ne? Ich mache vielleicht auch hier den Dingens noch mal ein bisschen. Ah, vielleicht mache ich den auch so. Ja, doch, das mache ich. Das sieht cool aus. Und diese Geräusche, ne? Dieses ja, Das ist ein wenig eigenartig. Nee, doch, das sieht ganz cool aus. Für dich. Das kann man auf jeden Fall so machen. Ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich den Zaun auch noch ein bisschen dunkler. Das weiß ich noch nicht genau. Ach ja, und hier wollte ich auf jeden Fall auch noch ein kleines Detail hinzufügen. Also keine Sorge, es ist nicht nur Räume gestalten. Das habe ich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen gecuttet. Dann muss ich mal noch gucken, was ich denn da so als schöne Schneidearbeit morgen noch mache. Wie gesagt, das ist Samstagabend und so, möchte ich vielleicht ein wenig Support. Hier zur Sicherheit auch noch mal ein bisschen was werden. Ich weiß ja nicht, wie ich das machen will. Ich dachte mir jetzt so vielleicht. Huch. Nein. Nein. Ach Gott. Mach doch mal das, was ich will. So, schön. Ich dachte mir so, dann würde das ungefähr, jetzt werde ich das nochmal ein bisschen ordentlicher platzieren, würde ich das ungefähr hier so hinmachen. Das ungefähr dahin. Da und da. So ungefähr würde ich das vielleicht machen. Dann hier Blümchen drauf oder sowas. Also quasi... Wo sind die Teile? Oh, hier der Heidestrauch, der ist geil. Nee, ich meinte jetzt eigentlich eher so hier die Teile. Irgendwie so. So zum Beispiel. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Das hat ja auch jemand vorgeschlagen, glaube ich. Habe ich erst so gedacht, so, nee, es sieht vielleicht nicht ganz so gut aus. Aber es ist gar nicht mal so schlecht. Das Einzige, was hier nervt, ist mit den Blümchen. Die gehen hier natürlich noch drin. Da muss ich mir noch was überlegen, was für Blümchen ich da nutze. Aber so vom Prinzip her wollte ich das vielleicht so machen. Ich denke mal, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gibt es hier auf jeden Fall beim Eingang auch noch was zu sehen. Ja, das passt auf jeden Fall auch so ein bisschen zum Haus dazu. Könnt ihr mir auch sagen, was ihr davon haltet. Allgemein natürlich, was ihr von alledem haltet. Aber ich werde wahrscheinlich ein bisschen was schneiden, deswegen muss ich noch ein bisschen länger machen. Ich glaube, ich habe bisher noch nicht viel mehr als 45 Minuten. Das, ja. Nee, was sollte ich denn jetzt machen? Ja, eigentlich wollte ich gar nicht mehr so viel noch machen. Eigentlich finde ich, reicht das für diese Folge. Ich habe mich zumindest auf nicht viel mehr eingestellt und ich weiß halt hier noch nicht genau, was ich da machen kann. Vielleicht habt ihr ja ein paar Vorschläge. Also findet ihr das in Ordnung mit, also das wären jetzt 2 Kinderzimmer. Ich weiß auch nicht, was für Kinder da drin wohnen werden oder keine Ahnung. Vielleicht werden wir es auch ein bisschen neutraler gestalten.
Also das wäre ein Kinderzimmer, das wäre hier eine Art Aufenthaltsraum für die Kinder oder allgemein so ein Spielraum halt einfach. Das wäre das Elternschlafzimmer, das wäre das Badezimmer der Eltern, das wäre dann eher so in Richtung das Bad für die Kinder. Das hier unten, also hier weiß ich noch nicht, was ich machen würde, würde ich vielleicht eine Art Büro draus machen. Das wäre halt quasi der Eingangsbereich. Hier wäre quasi ein Gäste-WC. Hier wäre ein Kaminraum mit Lesen und sowas wahrscheinlich. Das wäre Esszimmer, die Küche, irgendein kleiner Vorratsraum oder sowas. Was das hier wird, weiß ich noch nicht. Irgendein Kreativ-Party-Aufenthaltsraum. Hier wäre auch noch irgendwo eine Tür, um rauszugehen. Dann hier ist ein Balkon und so weiter. Den kann ich auch schon mal hier. Das wäre dann auch ungefähr so von der Platzierung her. Man hat gefragt, ob ich nur eine Säule ran machen kann an die Ecke. Ich finde, das sieht komisch aus. Ich finde, da gehört noch eine zweite Säule hin. Ja, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von der Raumaufteilung haltet, ob ihr das total schrecklich findet. Ich weiß nicht, ob die Räume zu groß sind. Ich will, wie gesagt, ein echt schönes, heimisches Gefühl hier drin erzeugen mit diesem Haus. Ja, ansonsten glaube ich, war es das. Wie gesagt, also es kann sein, dass du. Ich weiß noch nicht genau. Ihr werdet ja sehen, wie ich es geschnitten habe, ob ich was rausgeschnitten habe, ob die Folge ein bisschen kürzer ist, weil ich was rausgeschnitten habe, oder ob sie normal lang ist. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange ich die Folge gemacht habe, weil ich zwischendrin kurz Pause machen musste, weil hier was abging auf der Straße. Deswegen, ja, würde ich mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit ein bisschen gefallen. Das ist halt. Also manchmal sieht man den Fortschritt halt ein bisschen mehr, manchmal sieht man ihn ein bisschen weniger, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei. Also ich würde auf jeden Fall sagen, bevor wir mit der Einrichtung beginnen, würde ich die anderen Räume erst noch machen. Also beziehungsweise ich würde dann halt den Stall und sowas erst machen. Ich würde nicht dann schon mit der Einrichtung beginnen, sondern ich würde dann erstmal hier alles fertig machen. Natürlich auch die Terrassen und so weiter, beziehungsweise die Balkone. Und dann würde ich übergehen zum nächsten Haus, also zum Pferdestall, bevor ich die Einrichtung mache. Ja, aber mal gucken, ob wir dazu überhaupt kommen, zum Pferdestall in der nächsten Folge, oder ob wir dann noch ein paar andere Sachen zu erledigen finden. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr über eure Kommentare und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr seid nächsten Sonntag wieder mit dabei. Ciao!